Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Fever. Ja, letzte Folge. Wir haben eine kleine, aber feine Güterstrecke gebaut. Mit schöner 140 und 139 am Land. Wir bauen den Bahnhof hier nochmal um. Und zwar reißen wir den ab. Die Straße machen wir auch nochmal weg. Und nun nehmen wir einen größeren Bahnhof. Denn, warum ich auch immer den da hinten gebaut habe, den großen. Aber da kommt ja nur Eisenerz her. Und hier ist ja eigentlich das gute Umschlagwerk quasi. Gut, passiert, ist manchmal so. Wir nehmen hier aber trotzdem was anderes. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Guck mal, hier haben wir noch was Älteres. Hier nehmen wir mal 3 Gleise. Können wir den benutzen oder... Na, nee. Da sind die Gleise leider nicht da, wo ich sie gerne hätte. Ach, wie schön ist das bei Transportfieber. Aber wir sind hier bei Trainfieber. Da müssen wir halt basteln. Da muss ich echt 5 Gleise eventuell nehmen, um das hinzukriegen. Da kommen wir ins... Nee, das funktioniert auch nicht. Da haben wir uns so viel Mühe gegeben mit der Fußgängerbrücke. Eieiei, was machen wir nun? Was machen wir nun? Drei Gleise und dann... 3 Gleise passen auf jeden Fall hier hin. Dann müssten wir... Aber das bringt uns ja auch keine Punkte. Das würde uns Punkte dahin bringen, aber nicht dahin. Eieiei, eieiei. Da habe ich mal wieder... schöne Kacke gebaut, auf Deutsch gesagt. Aber vielleicht können wir irgendwie uns noch retten. Ich weiß noch nicht wie, aber man gibt die Hoffnung ja... Ah, nee. Jetzt ist guter Rat teuer. Wir reißen erstmal das hier ab. Und wir reißen das hier vor der Weiche ab. Dann nehmen wir nochmal den Bahnhof. Das wird jetzt eine Bastelfolge. So viel ist klar. Bis wohin kann ich da... Ah, da macht er schon Stress. Da macht er noch keinen Stress. Da macht er wieder Stress. Komm nicht an die mittleren Gleise. Das wäre nahezu perfekt. Klappt aber nicht. Okay, wenn wir... Die beiden kriegen wir hin. Dann müssen wir da... einen Knick machen. Gut, das kriegen wir, glaube ich, auch gebacken. Dann machen wir das so. Komm, das machen wir so. Das machen wir so. So machen wir das. Genau so machen wir das. Und zwar, damit ihr wisst, was ich hier in Fuselquasel, Fuseldusel quasle. Wir müssen irgendwie probieren, hier eine Kurve hinzubekommen. Durch die Brücke. Ohne, dass wir hier Stress kriegen. So kriegen wir es hin. Haben wir dadurch was gewonnen? Nicht wirklich. Doch, ein bisschen haben wir da was gewonnen. Und weiter kriegen wir es leider nicht. Okay, dann machen wir das so. Gucken wir mal, wie wir jetzt dort rankommen. Ja, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Hoffentlich passt das zweite Gleis auch noch hindurch. Bis hierhin funktioniert. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Und da freut er sich. Der Player. Dann kommt hier unser Bau nicht möglich Weiche hin. Jetzt ist es möglich. Hier sollten wir eigentlich auch rankommen. Das ist sehr gut. Haben wir jetzt hier ein Signal? Da ist ein Signal. Hier haben wir aber das Signal... gekappt. Also brauchen wir hier ein neues Signal. Das bekommen wir hierhin. Okay. Dann wäre die alte Linie, glaube ich, erstmal wieder da, oder? Nein, weil wir haben noch bestimmt keinen Strom im Bahnhof, genau. Machen wir erstmal die schnelleren Gleise. Einfach nur, weil es schöner aussieht. Den Strom haben wir just in dem Moment auch und die Linie ist wieder da. Okay.
Da bin ich erstmal zufrieden. Dann können wir jetzt nämlich weiterbauen und aufatmen. Die Idee ist nämlich, oder das Ziel ist, ich würde gerne ein Parallelgleis legen und hier eine Kurve, weil wir haben glücklicherweise das Glück, aufpassen, dass wir Industrie in Blau, bei Transportfieber ist es glaube ich gelb gewesen, zumindest in der Preview, war sehr verstörend gewesen, aber Industrie hier blau, können wir also hier hinbauen. Da würde ich sagen, bauen wir einfach wie so ein Kopfbahnhof hin. Den haben wir ja leider hier nicht. Wir basteln uns aber ein in dem Sinne. Und zwar Güterbahnhof, so einen normalen Bahnhof. Eingleisig. Und den hauen wir einfach hier hin. Brauchen wir so einen langen? Naja gut, haben wir ja drüben auch, ne? Kriegen wir da noch eine Kurve hin? Ja, das sollte funktionieren. Dann hauen wir den nämlich genau hier hin. So, da würde ich dann gerne noch ein Stückchen Gleis rauskriegen, beziehungsweise kriegen wir dann ein Depot hin. Das wäre ja ein Träumchen. Ja, der Traum, nein, wird nicht wahr. Schade drum, dann kommt da halt nur ein Stückchen Gleis hin. Das sollte funktionieren, jawohl. Wenn es geht, ein relativ gerades Stückchen. Jupp. Und dann haben wir doch irgendwo hier versteckt. Gleise. War das hier? Nee, da. Und da haben wir doch... Wo sind sie denn? Unsere... Da. Was nehmen wir denn da Schönes? Hier. Dieses nehmen wir. Und in diese Richtung. Na? Ich glaube, das hatten wir noch nie benutzt. Ein altes... Ja, ein alter Holzprellbock quasi, der aufgeschüttet ist mit Sand oder Kiesel oder Stein oder was auch immer gerade da war. Finde ich ganz cool. Hätten wir das. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Schienchen. Und die wollen wir irgendwie hier ranführen, so Gott will. Ach, hör doch auf. Jetzt stimmt das wieder nicht. Dann muss ich erstmal hier rüber und dann kann ich anlegen wahrscheinlich. Schade. Oh, Mist aber auch. Ich dachte, wir wären weiter entfernt. Gut, was nicht ist, kann nicht werden. Nicht genügend Platz. Was heißt denn nicht genügend Platz? Da könnten wir doch aber rüber. Kollision? Mit wem oder was? Mit der Schiene? Auch interessant. Ach so, wahrscheinlich wegen dem Bahnübergang. Oh! Ich wollte doch vor... Oh, da funktioniert's. Es funktioniert. Halt, stopp! Keiner bewegt sich. Haben wir da, ne, haben wir nicht. Dann nehmen wir diese hier. Keiner bewegt sich. Das bauen wir jetzt. Oh, hervorragend. Kriegen wir jetzt da auch noch das Tunnelsystem hin? Na, meine Güte. Ja, man muss nicht immer gleich aufgeben. Manchmal klappt es dann auch. So, jetzt gehen wir mal so weit, wie wir können, hier lang. Und hier würde ich sagen, spazieren wir hinaus. Das zweite Gleis werden wir natürlich gleich parallel dazu legen. Und wenn wir schon mal hier hinten sind, obligatorisch wieder unsere Weiche. Meine Güte, nehme ich so schwere Worte in den Mund. Das wird eh nichts. Zack. Und wie habe ich die Train Fever Musik vermisst im Gegensatz zu der Transport Fever Musik? Kommen wir jetzt hier rüber. Oh, meine Güte. Also manchmal hat man echt Schwein. So, hier gehen wir raus. So. Schön, schön, schön und nochmals schön. Hier ein Signal. Dann machen wir... ich würde ja gerne noch... Ah, wir müssen hier eins machen. Machen wir hier eins hin. Dann machen wir eins vor dem Tunnel. Auch wieder so ein riesen Tunnel jetzt hier. Aber gut, ist halt manchmal so.
Machen wir hier ein Signal hin. Da haben wir eins vom Bahnübergang. Bedeutet, oh, hier brauchen wir keins mehr. Hier nehmen wir nur das Einfahrtssignal quasi. Ja, und dann hätten wir die Linie auch schon wieder fertig. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Wir werden aber trotzdem noch, wenn wir hier gerade am Ackern sind, hier nochmal kurz unseren Kochlöffel ansetzen. Vielleicht wird es ja etwas besser. Zumindest, dass es ein bisschen natürlicher aussieht. So. Geht ja fixi fixi. Da haben wir es doch auch quasi schon geschafft. Da oben noch so ein bisschen die Naht weg. Und dann gefällt es mir doch schon ganz gut. Auf jeden Fall tausendmal besser als vorher. So. Dafür, dass wir uns da so reingegraben haben, ist das doch ganz nett geworden. So. Okay. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch ein Depot, denn andere Seite hat es ja nicht funktioniert. Machen wir. Depot. Zack. Dann nehmen wir Ihmchen und nochmal Ihmchen. Wenn wir das auch nach was aussieht. So. Hier kommt dann die nächste Linie für die andere Stadt. Jetzt brauchen wir aber erstmal diese Linie. Und zwar neue Linie. Habe ich mir auch schon eine Lok ausgesucht, beziehungsweise zwei Linie. Oh, jetzt habe ich wieder die Stadt vergessen, dass ich immer die Städtenamen vergesse. Wir fahren von Mettmann nach Sümme, heißt das gute Stück. Schwarzheide. Okay. Dann sind das Güter. Schwarzweide. Nee. So heißt das. Schwarzweide. Und Schwarzweide kriegt die Farbe Orange. Ist halt so, manchmal im Leben. Hauptmenü. Speichern. Testdatei speichern. Jawohl. Ah, wie ich gerade sehe, brauchen wir ja noch ein Sträßchen. Haben wir auch in diesem Moment. Und jetzt kommen wir aber wirklich zu den Zügen. Und zwar zu kaufen. Der hat mich ja letzte Folge schon so angelächelt. Und zwar die 152 hätte ich hier gern. Die habe ich nämlich, glaube ich, auch noch nicht hier auf dieser Anlage drauf. Und wir nehmen einfach mal die von Siemens. Warum auch immer, finde ich ganz cool. Siemens. Zack. Und wir nehmen... was haben wir denn hier noch? Argo Dispo-Lok. Wollen wir eine Dispo-Lok nehmen? Warum nehmen wir die Dispo-Lok? Haben wir eine blaue, eine gelb-weiß-graue? Das ist in Ordnung. Jetzt brauchen wir nur noch Güter. Haben wir irgendwas in der Farbe gelb oder so? Hier können sogar Güter. Aha. Wie wäre es denn, wenn wir hier ein paar SBB-Güterkübel sozusagen nehmen? Hier können wir nur Öl nehmen. IKEA kann... Ja, aber IKEA passt nicht und IKEA haben wir auch schon. Gehen wir nochmal nach oben, gucken da mal nach. Und für die Siemens würde ich denn sowas hier nehmen. So eine Waggons. Oder die hier. Ah, die haben wir auch. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Bleibt hier der Container drauf oder ist er wieder weg? Wenn der drauf bleibt, dann nehme ich diese hier. Das weiß ich nicht mehr. Wir probieren es einfach. Wir probieren es einfach. Jetzt machen wir was ausgefallen. Ich habe eine richtig coole Idee. Wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen die gelben Kübel erstmal für die gelbe, genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann nehmen wir, das habe ich auch noch nie benutzt, ich weiß gar nicht, ob es funktioniert, hier diesen 1, 2, einfach so,
Einfach so. Fragt mich nicht warum, hatte ich jetzt einfach Lust drauf. Dann würde ich gerne probieren, ob die hier die Container drauflassen. Wenn sie die drauflassen, nehmen wir die, ansonsten tauschen wir die mit denen, weil ohne Container, weil die werden nie immer voll sein für diese kurze Strecke. Wir probieren es einfach mal. Eins. Da ist er. Habe ich jetzt hier... da müssen wir gleich nochmal gucken. Mal gleich nochmal gucken. 2, 3, 4, 5, 6. So lassen wir das. Die gelben? Güter. Waren echt nur Güter, okay. Und diese Strabag-Dinger? Nochmal gucken, nochmal gucken. Eieiei. Güter 5 und Güter 8, okay. Gut, dann schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und wir haben Güter, Schwarzheide. Oh, das wäre ja cool, wenn das klappt. Das wäre ja cool. Okay, wir drehen uns einmal, wenn das Spiel fertig ist mit Rechnen. Und schauen uns die beiden Züge mal an. Oh! Da kriegt man ja einen Herzschlag. Meine Güte. Ja, die 152 hat aber Dampf auf dem Kessel. Aber sieht ganz cool aus. Ah, da steht auch Siemens drauf. Ah, okay. Ist Pullock. Da haben wir zwei Siemens. Sozusagen. Zwei Siemens auf der Schiene. Der Bahnhof ist ja auch cool mit den ganzen Holzverkleidungen hier quasi. Fährst du? Ein Weg elektrisch. Ah, haben wir wieder den Bahnhof vergessen, ne? Also ich. Also wir. Ich sag einfach wir. Punkt. Ihr seid mitschuld. Zack. Jetzt funktioniert's. Okay. Ich werde es nie lernen. Nie. Boah, der hat aber echt Power. Zumindest an der Hupe hat er Power. Nett. Mit den Baggern da hinten drauf. Oh, jetzt hupt der nächste wieder. Also ich werde mich nicht so oft in Schwarzheide aufhalten, weil die sind mir doch ein bisschen laut, die Jungs. Ah, die Container sind leider leer. Sowas aber auch. Schade. Damit haben sie sich gerade disqualifiziert. Dann kommen die weg und dann nehmen wir die anderen Container. Oh, das Hupen ist aber echt ein aggressives Hupen. So, dann machen wir nochmal das Depot auf. Ah, ich dachte, dass die Container drauf sind. Schade. Na gut. Aber jetzt wissen wir es wenigstens. Zack, 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 zack und zack. Oh, Hallöchen. 139. So, und jetzt nehmen wir einfach die anderen, die ich eigentlich vorher wollte. Und zwar diese hier. Zack, 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 zack. Linie zuweisen, Güter... Schwarzheide. Und jetzt hupt's wieder. Vorsicht. Ohren zu halten. Ah, müssen wir auch noch machen. Okay. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Ja, sieht ganz nett aus, die Lok. 152. Schön. Hier mit Animation. Ich finde diese Waggons einfach nur cool. Oh, was kommt da angefahren? Ah, die 140. Ja, ist hier doch ein bisschen was los auf dieser Linie. So, wir müssen aber noch mal kurz verschwinden. Da nach hinten und den Bahnhof mit der City quasi verbinden. Dass die Damen und Herren nichts mehr zu meckern haben. Aber wirklich gar nichts zu meckern haben. So. Ja, so ist das in Ordnung. Schön. Hier am Tramdepot wird auch fleißig gebaut. Ja, dann sollten die Jungs und die Damen, die Ladies und die Gentlemen hier in Schwarzheide demnächst dann auch
Güter bekommen. Wir schauen mal, was die Strecke sagt. Nein, haben wir noch nicht. Jetzt ist er gleich das erste Mal da. Kriegen wir sie denn? Da einmal komplett rumgefahren. Wir gucken mal nach den Takt. Güter, Güter, Güter. Schwarzheide. 86 Sekunden. Ich glaube, da braucht man nichts zu sagen. Das läuft. Vor allen Dingen laut ist er. Haben wir noch nicht. Gut, ich denke, das wird sich eintakten. Hier haben wir auf jeden Fall die Linie Produktion 6. Ist klar, dass er nicht so viel produziert, weil wir nicht so viel abholen. Wir werden uns aber in der nächsten Folge um Rosenfeld kümmern. Da hauen wir auch noch eine Güterlinie hin. Mal gucken, was wir da für eine schöne Lok raufhauen. Wir haben mal wieder für was Dieseliges. Und mit was nicht so eine starke Hupe hat. Weil das ist schon, ja, Wahnsinn. Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich verabschiede mich. Oha. Ich verabschiede mich für dieses Mal. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann bauen wir noch ein bisschen an der Gleise rum. Ja, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.